Hallo ihr Lieben, willkommen zu Tag 4 der 5 Tage 5 Techniken Challenge und heute habe ich mir überlegt, zeige ich euch die Technik, wie ihr Stempel mehrfarbig einfärben könnt. Ich habe euch hier mal zwei Muster vorbereitet und zwar einmal habe ich die Technik angewandt mit dem vollflächigen Stempel, damit man schön die Farbschattierungen sieht. Und bei der zweiten Karte habe ich die Technik angewandt mit einem filigraneren Stempel. Aber ich finde, es sieht auch nicht schlecht aus. Gearbeitet habe ich dafür mit dem Stempelset Schmetterlingsglück oder dem Produktpaket, weil wir müssen ja auch den einen Schmetterling ausstanzen. Dafür brauchen wir natürlich die Stanze dazu. Und habe hier diesen Stempel verwandt und die zweite Karte habe ich mit dem Stempelset Glücksfälle gemacht und habe hier diesen großen Stempel verwandt. Des Weiteren braucht ihr natürlich wieder eure Stempelkissen-Auffülle oder Nachfülle. Ich habe mir dieses Mal wieder das Blütenrosa Grapefruit und als kleines farbliches Highlight noch das Kussrot dazu genommen. Ja, ihr wisst ja, am Tag 3 haben wir diese tolle Box gemacht und ich habe euch ja schon erklärt, dass ich noch Karten dafür machen möchte, weil so könnt ihr nämlich diese Box nutzen und die Karten hier vorne einhängen und dementsprechend dann zu verschiedenen Themen umdekorieren oder verschenken. So sieht es dann aus mit der Box zusammen. Achtet bitte darauf, wenn ihr diese Karten nachmacht, dass sie natürlich auch zu der Boxfarbe passen, ne? Weil sonst, wenn es zu bunt wird, ist es dann sehr unruhig und es wirkt dann nicht mehr ganz so schön. So, also, ich würde sagen, wir legen mal los. Ich tue das mal alles auf die Seite. Benötigen, ich habe euch ja schon die Materialliste zukommen lassen. Ihr wisst ja, was ihr alles braucht. Diese Technik habe ich mit Hilfe von Feuchttüchern gemacht. Achtet bitte darauf, dass ihr keine öligen Feuchttücher nehmt, sondern ich habe hier welche mit Panthenol steht drauf. Mit Hilfe der Feuchttücher legen wir uns jetzt ein Blanko-Stempelkissen an. Das wir dann betupfen mit der Farbe aus unseren Nachfüllen. Also ich brauche da ein paar viele von diesen Feuchttüchern. Und jetzt legt ihr die einfach schön zusammen. Breit genug, dass euer Stempel drauf passt, natürlich, ne? Ich habe mir hier jetzt als Unterlage so ein kleines metallenes Tablettchen genommen, weil das wird ziemlich bunt und eure Finger sehen danach aus wie das Stempelkissen. So. Also, ich habe da schon ein bisschen was, ein paar Lagen, weil je mehr ihr habt, umso besser versinkt euer Stempel dann auf diesen Feuchttüchern und dementsprechend habt ihr auch einen besseren Abdruck. So, und jetzt nehmen wir einfach unsere Nachfüller und färben praktisch hier diese Feuchttücher mit ein. Ich habe begonnen mit der hellsten Farbe, das ist das Blütenrosa. Dann nehme ich das Grapefruit und mache einfach so einen Farbverlauf auf diesen Feuchttüchern. So, und zum Schluss noch das Kussrot. Einfach schön mit einfärben.
So, deckt euren Tisch oder wo ihr arbeitet gut ab und haltet euch immer irgendwelche Feuchttücher in der Nähe. So, also, Stempelkissen vorbereitet. Ich würde mal mit dieser Karte beginnen. Und dafür habe ich auch ein Stück Flüsterweiß zugeschnitten. Und zwar in der Größe 8,5 x 13 cm. Und dahinter habe ich dann eine passende Farbe zu eurem Farbkonzept zugeschnitten in der Größe 8,9 x 13,4. Einfach damit diese Farbe dann nochmal 2 mm außenrum rausschaut, ne? Damit es einen schönen Rahmen gibt. Okay, also das Bunte können wir erstmal auf die Seite legen. Den Stempel habe ich mir natürlich auf einen Acrylblock gezogen. Und jetzt gehen wir einfach hier rein und gucken, dass wir das alles schön mit Farbe benetzen. Natürlich wird auch unser Acrylblock ein bisschen voll. Das nehmen wir halt vorher weg, damit es keine Unfälle gibt. So. Und dann gucken wir mal, wie das aussieht. Schön mittig ansetzen. So. Das war das eine. Weil die Farbe in diesem Stempelkissen sich sehr schnell in die unteren Lagen verzieht von den Feuchttüchern, würde ich euch empfehlen, gleich im Anschluss dann die nächste Karte zu stempeln, weil sonst müsst ihr wieder nachtropfen und das ist halt schon ein gewisser Verbrauch von Farbe. Deswegen machen wir jetzt gleich mit dem anderen weiter und machen erst unsere Stempelarbeiten und dann beenden wir die Karten. So, die nächste Karte ist diese hier. Da bin ich einfach mit den Flügeln der Schmetterlinge in die Farbe, je nachdem, wie es mir gefallen hat. Ob ich mehr den Pink-Anteil oder mehr den Orange-Anteil wollte. Natürlich wieder schön sauber machen. Und dann bin ich einfach seitlich von oben nach unten gegangen und habe drei Schmetterlinge gestempelt. So, den Unterteil der Flügel habe ich dann weiter unten angesetzt, dass ich mehr Orange-Anteil habe. Wieder der Oberteil. Immer schön darauf achten, dass keine Ränder da sind. Dann der Unterteil. Und ein dritter Schmetterling. Das Unterteil des Schmetterlings. So, das ist schon mal ganz gut. Dann brauchen wir
noch ein Reststück in Flüsterweiß und machen nochmal einen Schmetterling, den wir dann ausstanzen. Sauber machen. Dann stellen wir das mal zur Seite, dass es keine Unfälle gibt. So, also. Dann können wir hier weitermachen. Und zwar habe ich bei der Originalkarte habe ich noch hier diese Körper und Antennen gestempelt und dafür habe ich das Memento Schwarz benutzt. Stempel. Erst die Körper stempeln, damit wir wissen, wo wir unsere Fühler ansetzen können. So, eins. Zwei. Drei. Und den hier machen wir auch gleich mit. So, die Fühlerchen noch dazu. Hier brauchen wir keine Fühler, weil das tun wir ja ausstanzen. Die Fühler tun wir dann auf dem Hintergrund von der Karte stempeln. So. Jetzt habe ich hier unten noch einen kleinen Gruß gestempelt. Und zwar Danke von Herzen. Und das machen wir jetzt auch gleich, wenn wir das Schwarz schon da haben. So, Danke von Herzen hier unten in die Ecke. Damit sich das ein bisschen oben abhebt, dieses Danke, habe ich das einfach nur noch einmal auf ein Stückchen weißen Karton gestempelt. Einfach so ein kleines Fitzelchen. Da habt ihr jetzt die Möglichkeit, entweder ihr geht noch einmal in diese Farbe rein oder ihr macht so wie ich. Ich habe das einfach mit einem Stamping Right gemacht und habe vorne mit der Pinselspitze dieses Danke nochmal nachgemalt und eingefärbt. Und so habt ihr die Möglichkeit, nochmal eine andere Farbe ins Spiel zu bringen. Einfach anhauchen nochmal, damit noch ein bisschen Feuchtigkeit dran kommt. Und dann einfach abstempeln. So. Dann habe ich das einfach nur mit der Schere ein bisschen nachgeschnitten. Mir muss es nicht alles ganz gerade sein, also ihr braucht da nicht unbedingt ein Schneidbrett dazu.
So, und dann habe ich das hier drauf geklebt auf so eine Ecke. Und zwar so, dass noch ein bisschen von der Farbe rausschaut. Und dann einfach nochmal nachgeschnitten mit dem kleinen Abstand zu dem Weißen, so dass ihr hier auch überall diesen grapefruitfarbenen Karton noch zu sehen könnt. So, dann habe ich ein paar Abstandhalter hinten dran gemacht. Und dieses schwarze Metallgarn, einfach nur um noch ein bisschen Bewegung oder, wie soll ich sagen, noch ein bisschen ein Highlight in die Karte zu bringen. Und den lege ich dann immer so in Kreise. Hier hinten ab, klebt es dahinter und dann verdecke ich das schwarze Danke praktisch mit meinem, was ich gestempelt habe. So, dann machen wir einfach nur noch ein paar Strasssteinchen drauf. Und das war schon die erste Karte. Ist schon fertig. Jetzt machen wir einfach gleich mit der nächsten weiter. Den Ruling. Den habe ich übrigens aus dem DIN A4 Papier geschnitten. Einfach einmal bei 10,5 der Länge nach geteilt. Und da habt ihr die Rohlinge für die beiden Karten, ne? So, das war das, was ich zuerst gestempelt habe mit diesem Hintergrund oder meinem selbstgemachten Stempelkissen. Jetzt seht ihr hier vielleicht, ich gehe mal ein bisschen hoch, dass es so ein bisschen gepunktet ist. Weil das sind halt Silikonstempel und da ist es ein bisschen problematisch. Die geben halt nicht so einen tollen Abdruck. Aber ich habe da einen Tipp für euch. Ich nehme dann immer den Aquapainter und nehme Farbe auf. Und dann kann man das noch mal ein bisschen füllen. Oder ihr lasst es einfach, wenn euch das gefällt. Nur wenn ihr da nochmal mit dem Aquapainter drüber geht, dann ist es noch ein bisschen smoother. So oben natürlich mit der dunkleren Farbe. Und bei dem Glück, da habe ich einfach noch ein bisschen Farbe aufgenommen und habe dieses Glück einfach ausgefüllt, weil mir das alles zu weiß war. Und habe dadurch noch ein bisschen so einen aquarelligen Touch mit reingebracht. Da könnt ihr auch ein bisschen noch mit den Farben spielen, was einmal heller, einmal dunkler. Auch noch mal einen kleinen Effekt. Und ebenso bei dem Banner.
Noch ein bisschen ausfüllen. So. Noch ein Tipp, falls euch wie hier an der Ecke zum Beispiel ein bisschen von dem Stempelabdruck fehlt, dann geht ihr einfach nochmal mit dem Stamping Right drüber. Und zwar hat er hier vorne so eine feine Spitze. Und dann fällt es gar nicht mehr auf. Oder ihr müsst irgendwas nachmalen, dass irgendwas nicht gepasst hat. Dann könnt ihr das mit diesen Stamping Right Markern machen. So. Dann können wir auch diese Karte vollenden. Den Schmetterling können wir ausstanzen. Ein bisschen zu weit oben gestempelt. Ein bisschen wegnehmen, damit wir tief genug runterkommen. So, ein Schmetterlingchen. Dann habe ich hier unten so eine schwarze gestrichelte Linie. Die ist aus demselben Stempelset wie auch dieser Zum Glück habe ich dich Stempel ist. Und das habe ich einfach als Abschluss noch mal unten unter diesen Spruch gestempelt, um einen schönen Abschluss zu haben. So. Ein kleines Herzchen noch drunter. Angeklebt. Oder Sternchen oder was auch immer ihr in eurem Fundus habt. So, dann können wir das schon aufeinander kleben. Achtet darauf, dass ihr halt rundherum den gleichen ungefähren Abstand habt. So, dann müssen wir noch einmal unsere Fühlerchen stempeln. Ich habe dann einfach nur geschaut, wo ich meinen Schmetterling gern hinkleben wollte. Den angelegt und dementsprechend einfach nur geschaut, wo ich meine Fühler abstempel. Und jetzt können wir den Schmetterling kleben, einfach in den mittleren Bereich ein bisschen Kleber. So, auf unseren Kartenrolling kleben. So, ihr Lieben, das waren die Karten zu der Technik Stempel mehrfarbig einfärben.
Und ihr seht schon, die werden jedes Mal anders, weil ihr immer eine andere Farbkombination habt. Und es ist toll, wenn das alles so changierend ist und der Farbverlauf da ist. Und ich finde es einfach eine tolle Technik. Ich hoffe, sie gefällt euch auch. Ich würde mich freuen, wenn ich heute Abend ein paar Werke von euch zu sehen bekomme. Und ich hoffe natürlich, dass es euch heute wieder Spaß gemacht hat. Wir sehen uns dann morgen ein allerletztes Mal. Und ich freue mich dann auf morgen. Macht's gut. Tschüss.